Gut, okay. Und zwar geht es heute darum, dass ich ein Porträtfoto mit Schrift machen möchte. Es hört sich erstmal komisch an, aber ich finde, das ist ein sehr geiler Effekt, der, wo man auch gleichzeitig gut lernen kann, wie man etwas in einer Maske ersetzt durch bestimmte, ja, Objekte, sag ich mal. Objekte, ja, sagen wir mal Objekte. Ich nehme jetzt als Beispiel einfach mal mein Gesicht. Ist nicht das Schönste, aber es sollte dafür reichen. Dazu öffne ich einfach mal. Ich habe natürlich schon etwas vorbereitet. Ich nehme jetzt mal dieses wunderschöne Foto von mir. Ist es nicht schön aufgenommen vor diesem wunderschönen Greenscreen hinter mir? Mit einer ganz handelsüblichen 8-Megapixel-Kamera. Und dieses Foto mache ich mir erstmal, dass es eine richtige Ebene ist. Aus besseren Gründen sage ich jetzt mal Original. So. Das Original kopiere ich mir. Dafür benutze ich eine relativ. Jetzt kommen wir mal auch gleich zu Tastenkombinationen, die man wunderschön dafür benutzen kann. Die Tastenkombination zum Beispiel zum Kopieren ist nicht Copy C, Copy V, sondern einfach Copy J. Und dann habe ich mir eine zweite Kopie erstellt. Das Original blende ich aus, das brauche ich erstmal nicht mehr. Das nehmen wir jetzt erstmal als Original. In dieses Original, das werde ich mir jetzt mit dem Schnellauswahlwerkzeug hier an der Seite zu finden, markiere ich mir erstmal nur meinen Kopf. Plus Bart, plus Hemd. Genau. Macht gleich auch ein bisschen Feinheiten. Das muss nicht so ganz genau werden. Hauptsache, der Kopf ist drauf. Okay, so. Ja. Sage hier nochmal Kanten verbessern. Mach den Smart Radius an und kontrolliere nochmal, ob ich hier ein bisschen noch dran arbeiten kann. Sage, wenn ich das jetzt markiert habe, Auswahl in neue Ebene. Oder Ausgabe in neue Ebene. So, buff. Jetzt habe ich mir eine automatisch eine neue Ebene erstellt. Jetzt erstelle ich mir aber noch zusätzlich eine Ebene. Und zwar gehe ich hier unten einfach auf das wunderschöne kleine Mini-Symbol hier unten in der Ecke. Das zweite von rechts aus gesehen. Eine neue Ebene. Ziehe mir die unter meine ausgeschnittene Ebene. Drücke Steuerung Alt und dann ist sie schwarz. Automatisch gefüllt quasi. Also quasi der ganze Inhalt wird geschwärzt. Das Grüne drumherum, das interessiert gar nicht, weil jetzt werde ich mir den Kopf mit Shift-Steuerung-U schwarz-weiß machen. Habe quasi sämtliche Farbe daraus entfernt. Und gleichzeitig werde ich mir jetzt mit Steuerung J gleich wieder eine Kopie davon machen. Die eine Ebene werde ich gleich ausschneiden. Ne, wir machen das anders. Pass auf, okay, die Kopie von eben, die lösche ich jetzt mal wieder weg. Und ich werde jetzt die Originalkopie von diesem Kopf werde ich mir auch kopieren, aber ich mache es anders. Ich benutze hier oben den Pfeil und die drei Striche und sage Ebene duplizieren. Aber hier drücke ich nicht einfach OK, sondern sage neu. Und als Name sage ich da Gesicht. So. Das habe ich jetzt organ. Das ist mir noch ein bisschen zu groß alles. Das machen wir jetzt nochmal eben rückgängig. Das mache ich. Nein, will ich noch nicht speichern. Ich werde mir das jetzt erstmal noch zuschneiden. Dazu benutze ich hier oben das Zuschneiden-Werkzeug, das oder das Freistellungswerkzeug. Und werde mir das mal hier so bis zur oberen Kante hier. Bis zur oberen Kante ein bisschen breiter kann das ruhig. Ich weiß, es ist nicht der schönste, der hässlichste, der schönste Kopf, aber er wird reichen. Sage okay, jetzt schneidet er auch alle anderen Ebenen gleich so zu, weil das halt freigestellt wird. Und jetzt mache ich das gleiche nochmal. Drücke hier oben auf Ebene duplizieren und sage hier jetzt neu und nenne sie Gesicht. So, jetzt habe ich hier das Gesicht als neue Datei, erkennbar daran, dass ich hier das von eben habe, die normale Geschichte.
Und hier die zweite geöffnete Datei, die jetzt natürlich noch nichts wo gespeichert ist, noch nichts mitgemacht, passiert ist, etc. So, wichtig für mein Vorhaben ist jetzt, dass ich mein Gesicht nachher als Referenzmodell nochmal habe, also quasi den Umfang nochmal habe. Dazu gehe ich hier oben auf Filter, erstmal auf Filter, auf Weichzeichnungsfilter und mache einen Gaußschen Weichzeichner da rein. Der Gaußsche Weichzeichner bewirkt, man sieht schon, er zeichnet das Ganze ein bisschen stumpf. Das kann bei 3 Pixeln bleiben, das Hauptsache, man erkennt noch quasi die Rundung davon. Ich weiß, hier unten ist so ein kleiner Riss drin, das ist aber egal. Sag okay und speichere mir das mal ab als Gesicht, als PSD-Datei, also nicht als JPEG, sondern als PSD-Datei. So, das kann dann auch schon wieder geschlossen werden. Das ist für nachher nochmal. So, jetzt brauche ich, damit ich in dem Gesicht auch was habe, Schrift. Man kann jetzt natürlich hingehen und sagen, ich mache hier einfach einen horizontalen Text, schreibe hier diddlediddlit und schreibe ein paar Wörter, kopiere mir die alle hier rein. Das ist mir allerdings zu umständlich. Ich will nicht so viele Wörter machen und das soll natürlich auch gleich ein bisschen hübsch aussehen und ein bisschen durcheinander. Und ihr werdet gleich sehen, was ich dazu meine. Ich benutze dazu Wordle. Wordle ist eine kleine Internetseite, die von 2014 ist. Als Tipp, wenn ihr die auch benutzen wollt, dann macht das über den Internet Explorer, auch wenn ihr Firefox oder Chrome Nutzer seid. Aber die Wordle, die braucht Java, damit sie funktioniert. Und damit Java richtig funktioniert, weil mittlerweile ist es so, dass Firefox und Chrome und auch, ich glaube, Safari mittlerweile nicht mehr gut mit älteren Java-Protokollen umgehen können. Und die braucht halt Java. Der Internet Explorer ist quasi unsicher genug, dass diese Internetseite noch funktioniert. Klingt komisch, ist aber so. Ich gehe hier auf Create und dann fragt er mich schon, nach was für ein Text das sein soll. Ich benutze jetzt mal einen Text, der ja quasi alles, was mir wichtig ist. Also, oder auch was unwichtig ist. Alles, was mir so im Kopf rumschwebt, quasi. So, ich will den Text nachher quasi auf mein Gesicht haben. Deswegen so alles, was mir so im Kopf rumgeht. Ich fange einfach mal an mit Twitch. Twitch. Streaming. Gaming. Natürlich richtig. Game. Schreibt man mit Gaming oder Game? Ich glaube so. Gaming, Freunde natürlich, Gefühle, Beruf, PC, Technik. Ups, Technik, bitte, so, Technik. Mit CK? Nee, mit CK, mit Technik. YouTube von mir aus noch. Spaß. Was haben wir noch? Twitch, Streaming, Gaming, Freunde, Gefühle, Beruf, Technik. YouTube, Spaß. Spiele. Ich weiß, es ist mit Gaming und so Spiele. Ist egal, wir schreiben einfach mal alles Mögliche so ein bisschen auf. Spiele, Abenteuer. Teuer, so. Weltgeschehen. Was haben wir noch? Oh, lassen wir das erstmal so. Also die paar Wörter, das ist mir jetzt quasi wichtig. Und daraus lasse ich jetzt von Wordle einen automatischen, ja, eine Automatik entstehen. Jetzt fragt er noch, soll das wirklich ausgeführt werden? Ja, das soll wirklich ausgeführt werden. Das sieht man schon, jetzt würfelt er das schon automatisch so ein bisschen durcheinander. Ich möchte das aber nicht in bunt haben, sondern ich möchte jetzt einfach mal Remove Common German Words. So, so. Und das Ganze möchte ich in dieser. Dann nehmen wir mal etwas anderes. Was haben wir denn hier? So an. Ups. Ja, ein bisschen dünn. Nehmen wir mal dieses Grilled Cheese. Und als Layout nehme ich Most Horizontal. Ah, okay. Vielleicht nochmal ein bisschen anders. Round.
Alles, dass das ein bisschen anders anordnet halt. Ich weiß gar nicht, wie das genau an. Und das ist immer so gleich. Ja, fast. Und Color, bitte, dann nehme ich jetzt Black to White, also White to Black, also schwarzer Hintergrund, weiße Schrift. Ist nachher einfacher, um die Schrift auszuschneiden, was ich dann machen möchte. Jetzt sieht man schon, Beruf, Abenteuer, Game, Spiele, PC-Freunde, Weltgeschehen, Twitch, YouTube, Gefühle, hat er alles so wunderschön gemacht. Und hier bietet er mir jetzt schon an, Gott sei Dank, Save als PNG. Das will ich haben. Also ich will einen PNG haben. Jetzt sagt er schon Wordle. Ich bin in meinem Tutorials-Ordner und sage Speichern. Kann die Seite dann schließen. Ich mache es jetzt mal nicht. Gehe wieder zurück zu meinem Photoshop und sage hier Öffnen und Wordle. Und dann habe ich hier schon mal mein eben erstelltes Schrift, was ich ganz praktisch finde. Jetzt gleich wieder ein kleiner Trick, um nur die Schrift zu markieren und auszuwählen. Ich gehe hier oben auf Kanäle und hier gibt es die RGB-Kanäle, Rot, Grün, Blau Kanäle plus RGB komplett. Wenn ich jetzt die Steuerungstaste gedrückt halte und das Bild anklicke, hat er mir automatisch sämtliche farblichen Objekte, in dem Fall ist weiß als Farbe, also alle Objekte, die eine Farbe haben, hat er mir markiert. Das Geile ist jetzt, sobald ich jetzt die Steuerung J drücke, markiert, macht er mir quasi nur die, ich weiß nicht, ob man es gut erkennt, nur die Schrift quasi kopiert. Cool ist bei Photoshop, ich kann mir die Schrift jetzt nehmen und direkt in mein Bild reinziehen. Ist das nicht schön? Jetzt habe ich direkt hier die Schrift, die ich auch, ich glaube, ich mache sie mir ein bisschen größer, automatisch. Beispielsweise, ja, genau, da drücke ich mal Steuerung T. Beispielsweise doch, Steuerung T, genau. Und dann kann ich sie mir gleich ein bisschen größer ziehen. Machen wir mal so. Enter, damit er das gleich so nimmt. Und jetzt brauche ich noch eine kleine Schattierung, damit das auch zur Geltung kommt auf dem grauen Hintergrund. Doppelklick auf Ebenenstil, Schlagschatten. Und dem Schlagschatten gebe ich Abstand von 5%, nicht so viel. Größe ist auch nur 5%, dass das ein bisschen hervortritt. Kamerawinkel lasse ich bei 30. Johnson, hi. Ich nehme gerade für YouTube auf, deswegen lass dich überraschen, was ich gerade mache. Du bist jetzt übrigens mit bei YouTube. Sag hallo. Multiplizieren lasse ich. 30 Grad, 75 für Stellkraft lasse ich auch so. Blende mir das direkt mal aus, weil sonst wird es gleich ein bisschen unübersichtlich. Genau, lassen wir mal so. Und diese Ebene mit der Schrift kopiere ich mir jetzt ganz häufig mit STRG J. Ganz auf Kopieren. Und schiebe sie einfach mal so ein bisschen durchs Bild. Also markiere mir jedes Mal eine andere Ebene und schiebe sie so ein bisschen übers Gesicht rüber. Genau, so und so. Und hier. So noch. Hier unten noch ein bisschen hin und hier in der Mitte noch ein bisschen, genau. Die Originalebene, die ich mir jetzt nicht kopiert habe, die blende ich mal eben aus, damit ich sehe, alles klar, da fehlt jetzt dementsprechend eine Ecke. Machen wir mal so. Kopiere mir den ganzen Haufen, indem ich Shift gedrückt halte und dann die Ebenen von der ersten Markierung her markiere komplett, also quasi auswählen, als ob ihr eine Datei auswählt oder einen Dateiblock bei Windows. Und erstelle daraus wieder auf die drei Striche hier oben eine neue Gruppe aus den Ebenen. Nenne die Gruppe 1, das ist völlig egal, wie ich sie nenne. Jetzt habe ich hier eine Gruppe 1. Jetzt drücke ich wieder STRG J mit der markierten Gruppe und habe mir die ganze Gruppe markiert, die ich dann wieder mit STRG T nochmal um 90 Grad drehe. Genau, das sieht jetzt ein bisschen matsch aus, das ist aber auch nicht so schlimm. Die verschiebe ich mir nochmal so ein bisschen, damit das hier richtig schön das Gesicht bedeckt. Mal gucken, wie das nachher aussieht, da bin ich noch selber gespannt. Also bei der Nase ist noch ein bisschen wenig. Da ist beim Bart dann wieder ein bisschen wenig. Ja, mal gucken, wie es nachher wirkt. Mal gucken. So, Enter, damit das so bleibt. Und diese beiden Gruppen markiere ich mir wieder mit gedrückter Shift-Taste. Und das ist jetzt das Wichtige, wieder hier oben durch die Striche.
in Smart Object konvertieren. Jetzt habe ich nur diese Schrift, ist ein komplettes Objekt. Die kopiere ich mir jetzt nochmal mit STRG J, blende die eine erstmal aus und wie gehe ich da am besten vor? Kurz überlegen. Diese Schrift soll jetzt sich den Gesichtszügen anpassen. Dazu gehe ich auf meinen Filter. Wo ist er da? Filter. Auf Verzerrungsfilter. Auf Versetzen. Jetzt fragt er mich, wie soll es versetzt werden? Horizontal skalieren, vertikal skalieren, das kann ruhig auf 10 bleiben, auf Auswahlgröße skalieren und wichtig, Kantenpixel wiederholen. Dadurch, dass ich die Kantenpixel wiederhole, fragt er jetzt, woran soll er sich dann richten? Und jetzt kommt unser vorgefertigte, vorhin abgespeichertes Gesicht zur Geltung, was ich quasi nur als PSD abgespeichert habe. Jetzt sieht man schon, jetzt hat er sich die Schrift so ein bisschen angepasst, dem Gesichtszug. Das blende ich mir jetzt mal aus, kopiere mir das nochmal, das Ganze. Die andere Ebene, die kann ich löschen, das hätten wir gar nicht kopieren brauchen, ist eigentlich egal. Jetzt blende ich mir das Gesicht noch aus. Ne, ich blende mir einfach beide Ebenen mal eben kurz aus. Jetzt habe ich das Gesicht. Jetzt machen wir auch nochmal Folgendes. Ich halte die Steuerungstaste gedrückt und wähle mir den Inhalt dieser Schrift aus. Jetzt sieht man schon das wilde Markierung, die wilde Markierung und sage, geh auf mein Gesicht und sage, erstell mir bitte eine Ebenenmaske, indem ich hier unten auf Maske drücke. Jetzt sieht man schon, die Schrift hat sich jetzt dem Gesicht angepasst und diese Markierung will ich jetzt, oder dieses ganze Gesicht, so wie es jetzt ist, will ich als neue Ebene komplett einmal haben. Jetzt gibt es so einen kleinen, da muss man echt zwei Hände für haben. Steuerung, Shift, Alt und E drücken. Dann hat er sich, man sieht es jetzt hier, diese eben erstellte Ebene als komplett neue Ebene nochmal erstellt. Die schiebe ich mir jetzt mal ganz nach oben. Das, was ich eben erstellt habe, das brauche ich jetzt, kann ja alles ausgeblendet werden. Jetzt bräuchte ich, kann ich mir die hier nochmal einblenden. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt brauche ich am besten einmal, genau, jetzt machen wir einmal das so. Ich halte jetzt die Steuerungstaste gedrückt, markiere hier unten mein Gesicht, also die Umrisse meines Gesichtes. Gehe auf die Schrift, aktiviere die und erstelle eine negative Maske. Und das mache ich, indem ich Alt gedrückt halte und die Maske drücke. Die schiebe ich mir jetzt nach da drüber. Jetzt sieht man schon, jetzt habe ich im Hintergrund die Schrift von eben und das Gesicht im Vordergrund mit der anderen Schrift drin. Und jetzt will ich aber, dass es nicht so stark reinhaut, diese Schrift. Deswegen löse ich die Ketten von der Maske und der Originalgeschichte und mache die Deckkraft von der Schrift mal so auf 15, 20 eventuell. 20, nee, 15 ist schon, glaube ich, ganz gut. 15, also 15, ein bisschen weniger. So, das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus, oder? Ich denke nicht. Mal kurz gucken, was vielleicht noch besser wirkt. Wir machen diese obere Ebene nochmal auf linear nachbelichten. Ne, kommt nicht so ganz gut. Okay, den können wir auf normal lassen. Das ist natürlich ein bisschen doof, hier fehlt ein bisschen Backe, aber ist egal. Ja, machen wir das so. Und das, so sieht das gar nicht mal so unstylisch aus. Also, ich habe jetzt das Gesicht auf linear nachbelichten gesetzt. Dadurch wird das ein bisschen entkräftet. Und dadurch, dass ich hier die Schrift wieder einblende über die Gruppe, kriege ich da Kontur rein in die Schrift.
Weil das ja quasi die gleiche Schrift ist. So, da das Gesicht noch nicht so ganz gut zur Geltung kommt, sage ich jetzt einfach mal, ich wende jetzt natürlich so ein bisschen perspektivischen Trick an und sage, ich möchte die Hintergrundschriftebene jetzt mit Steuerung T. Ups. Achso. Ja, da hat er natürlich jetzt gemeckert, weil es noch kein Smart-Objekt war. Möchte ich jetzt ein bisschen verkleinern. Schiebe ich mir natürlich ein bisschen hin. Ja, aber so. Enter, damit das so bleibt. Ja, das sieht auch immer so schlecht aus. Und jetzt, glaube ich, müssen wir dem Gesicht noch ein bisschen Helligkeit wegnehmen, sonst ist die Schrift einfach zu doll. Dazu nehmen wir die Tonvektorkorrektur, wenden das nur auf das Gesicht an und hauen da ein bisschen Helligkeit runter. Nicht so viel. So, und das gleiche machen wir, glaube ich, mit der Schrift hier unten. Auch nur auf die Schriftebene. Und da können wir. Ah, da muss man ein bisschen mit Helligkeit jetzt natürlich spielen, was am geilsten aussieht. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ist noch ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen wenig Schrift drin, beispielsweise die Schrift im Gesicht ist vielleicht jetzt noch ein bisschen groß, aber ich finde, das Gesicht kann man noch erkennen, also wenn man sich jedenfalls selber kennt. und es, ich finde es einen echt extrem geilen Effekt, den man damit produzieren kann. Ja, speichert euch jetzt als JPEG ab. Ich kann es mal eben machen. Speichern unter als JPEG. Jawohl, speichern als Maximalgeschichte. Öffnen. Hier ist das Bild. Öffnen. Und schon habt ihr, ich finde, ein recht geiles Bild erzeugt. Das kann man natürlich auch mit farblichen Gesichtern machen. Und wenn man jetzt die Schrift noch ein bisschen kleiner, feiner macht, sieht das auch extrem geil aus, finde ich. Das sind jetzt natürlich Beispielwörter von mir, die ich benutzen kann. Wenn ihr könntet theoretisch einen ganzen Roman bei diesem Wordle reinhauen in die Markierung. Und er wird euch daraus dieses kleine Bild erzeugen. Er nimmt sich dann aber nur jedes sechste, siebte Wort oder so, wenn ihr irgendwie einen riesen Text da reinmacht. Das habe ich schon mal probiert. Also ja, das ist ein völlig willkürlicher Zufallsgenerator mit Bilderstellung. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder für dieses Mal. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.